Also die Strähnen sind jetzt fertig. Sie hat das so gemacht, dass sie in Strähnen bei mir das gemacht hat. Und zwar, dass mein dunklen Ansatz mit, ich glaube, 9% und dann, da war so ein orangener Teil, den musste man mit so 3 und 1,5% machen, weil der halt orange war, der Teil, und ich wollte den weg haben. Ich will alles wieder komplett blond. Und jetzt warte ich, dass es einwirkt. Das kann auf jeden Fall ein bisschen dauern. Ich bin hier seit 9 Uhr und wir haben jetzt 11.25 Uhr. Und ich bin noch nicht mal halb fertig. Also ja. Und dann, wenn das fertig ist, wird das ausgewaschen und dann bekomme ich einen Milchshake. Und das zeige ich dann auch nochmal. Ich habe in die Spitzen jetzt nochmal was bekommen, damit es ein bisschen gräulicher wird, weil normalerweise gehe ich immer auf diesen Grau-Look. Ich liebe das ja voll. Und deswegen muss es nochmal ein bisschen einwirken. Und ja, ich bekomme immer voll Ausschlag von Friseurin. Typisch, ich bin voll empfindlich. Wir haben jetzt 13.26 Uhr. Ich bin seit 9 Uhr hier. Es ist immer so, ich plane immer einen ganzen Tag ein dafür. Und morgen auch, weil ich mache morgen Afro-G. Ja, ich mache morgen Abend hier. Ich nach Hause kann und nicht so komisch aussehe. So Leute, mein Akku hat sich leider verabschiedet und deswegen hatte ich nur noch das Video als Endergebnis. Danke fürs Schauen von meinem ersten Vlog. Ciao!